Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher, der sich in Luft auflöst vor unseren Augen. Er ist nicht nur ein Hexer, er ist ein Zauberkünstler. Und beim letzten Mal wollten wir ja, da waren wir drauf und dran. Alter, das ist cool. Wenn ich die mittlere Maustaste beim Laufen gedrückt halte, dann fliege ich also hier mit der Kamera durch. Das ist nice. Das ist nice. Okay. Achso, wenn ich mit W laufe natürlich. Ja, das stimmt. Okay. Gut, ich muss erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Ist ja auch schon wieder eine Woche her, dass ich das gespielt habe. Naja, auf jeden Fall. Beim letzten Mal wollten wir ja zu unserem Freund... warte mal. Hier. Zu diesem unseren Freund hier. Da wollten wir hin zum Kaufmannstor. Nein, eigentlich nicht. Ort der Macht. Lagerfeuer, Lagerfeuer. Eigentlich wollten wir nicht zu Odo. Höhle unter den Mauern. Müllertor. Mühle. Geistlicher Kapelle. Harrenbrock. Wir wollten zu einem dritten Typen. Moment mal. Journal. Spur der Salamandra. Mikul. Wer ist Mikul? Verfolgen wir das schon? Quest auf Karte verfolgen. Hier. Ach, tatsächlich zum Kaufmannstor. Okay, na gut, dann laufen wir zum Kaufmannstor. Da wollten wir ja beim letzten Mal schon hin, aber ich hab's verbockt. Ganz einfach. Ich hab's verbockt. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen, weil die Karte noch nie aufgedeckt war. Aber das macht nichts. Weil dafür kann ich ja heute hier rumlaufen, ne? Das ist immerhin was. Das ist sogar was, das ich mir gemerkt habe, ohne dass ich nachfragen musste. Frische Gräber. Offenbar war die Pest zu Besuch. Die Pest ist jetzt aber nicht so unbedingt der perfekte Gast, denke ich. So, das nehme ich mit. Das kann man brauchen, denke ich. Schöllkraut kann man auch in Witcher 3 brauchen. Also in Witcher 1 schon sowieso. So, hier sind ein paar Gänse. Da laufen wir einfach mal durch. Durch die Gänse. Ja, wir laufen durch Gänse. Wir sind eine Hexer, wir können das. Yo. Dann laufen wir da rüber. Verfolgen wir den Weg einfach mal hier entlang. Hier entlang waren wir eh noch nicht wirklich weit unterwegs, wenn ich mich nicht täusche. Hier waren wir überhaupt noch nie, glaube ich. Da ist ein Wegweiser, den ich nicht anklicken kann. Unbekanntes Kraut. Aha, unbekanntes Kraut. Ich pflück mal unbekanntes Kraut. Ach so, das kann ich... Stimmt. Wir müssen ja für jedes einzelne Kraut, jeden einzelnen Eintrag... Ach, Mist. Stimmt. Wir kennen ja nichts. Wir wissen ja nicht, was gut ist und was nicht und was man nehmen kann. Verschlossene Tür. Verschlossene Tür ist zu. Naja, ist halt so. Was haben wir denn da? Nieswurz. Nieswurz können wir auch sammeln. Machen wir einfach mal. So, danke. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist oder schlecht, was wir hier sammeln, aber wir sammeln es einfach. Da warten drei Herrschaften auf uns. Ich bin müde. Ah, das ist also Mikul. Halt! Was? Na, was schon? Ich will in die Stadt. Es gibt eine... Wie heißt es noch? Quarantäne. Dauert sie noch lang, diese Quarantäne. So was weiß der Kommandeur, ich nicht. Und der Kommandeur ist wohl drin. Gilt diese Quarantäne denn für alle? Keine Ahnung. Habt ihr schon einmal jemanden hereingelassen? Leute mit Pässen. Die darf ich reinlassen. Verstehe. Reden wir. Weiß der Geistliche, dass ihr hier seid? Natürlich. Natürlich. Ich glaube euch nicht. Hat er euch was mitgegeben? Ja, einen dicken Arschtritt. Hier, küss meine Hand. Der Geistliche sagte, betet das Feuerzeichen an. Offenbar hat er euch geschickt. Ach ne. So, der Geistliche meinte, ich könnte euch zu Diensten sein. Ja, das können wir bestimmt. Der Geistliche meinte, ich könnte euch zu Diensten sein. Ich soll diese toten Leute loswerden. Tote Leute? Jawohl. Der Kommandeur hat mich zur Gruft unten an der Straße beordert. Ich habe doch noch nie gekämpft. Viel zu viel Angst. Hm.
Tote, sagt ihr. Bitte, Herr. Okay, ich bin ein Hexer, ich befreie euch von den Unholden, aber ihr müsst 200 Ohren zahlen. Und dem Geistlichen sagen, dass ich euch geholfen habe. Ja, ich genau. Bin ein Hexer. Ich befreie euch von den Unholden. Aber ihr müsst 200 Ohrens zahlen und dem Geistlichen sagen, dass ich euch geholfen habe. Gewiss, Herr. Ich erzähle ihm alles, was ich weiß. Das ist nicht viel. Aber viel Gold besitze ich auch nicht. Na egal. Solange die Toten erschlagen werden. Bis später. Jo, bis dann. Der Geistliche sagte, betet das Feuerzeichen an. Offenbar hat er euch geschickt. Ja, okay. Wo könnte ich einen Pass bekommen? Stimmt, gute Frage. Wo könnte ich einen Pass bekommen? Der Orden der brennenden Rose hat Pässe. Das ewige Feuer bekämpft die Pest. Ich habe hier keine Ritter gesehen. Könnte der Geistliche etwas wissen? Der ist schlau. Fragen kann nicht schaden. Lebt wohl. Warum verabschiedest du dich jedes Mal? Der Geistliche sagte, betet... Ja, halt doch die Klappe. Gibt's hier Probleme? Gibt es Probleme hier? Naja, die Kartiona, oder wie diese Pest heißt, bringt die Leute um. Und Ungeheuer haben wir auch. Ungeheuer? Was für welche? Da wären Wölfe. Massenweise. Die Toten. Elfen und Kobolde. Wölfe, sagt ihr? Jawohl, scharenweise. Die Köter sind wild geworden. Früher konnte ich sie mit Steinen vertreiben. Heute fürchte ich mich zu sehr. Verstehe. Aha. Was? Ist der Typ ein bisschen zurückgeblieben? Kann das sein? Verstehe. Aha. What? Als ob gerade irgendjemand einen schmutzigen Witz gemacht hätte. So, ich fand diese seltsamen Würfel, Zwergenhandwerk. Wir wissen schon, wozu die Würfel gut sind, Geralt. Lebt wohl. So, farewell. Okay, komische Kameraführung gerade, aber ist egal. So, dann gehen wir mal ganz kurz Ghule erschlagen. Das kann so schwer nicht sein, das haben wir immerhin schon ein paar Mal gemacht. Schöllkraut nehmen wir auch nochmal mit. So, danke. Ich sollte immer auf alles nehmen klicken, weil dann muss ich das Fenster nicht mehr extra schließen. Ach ja, die wunderschöne Musik, hier die Täubchen, die sich in die Lüfte schwingen und erheben. Einfach nur wunderschön. Bis auf den Regen gerade hier. In-game ist der ein bisschen uncool, aber naja. Ist die Gruft jetzt eigentlich offen? Kann ich da jetzt schon rein? Ich hoffe, den Ort der Macht. Können wir da nochmal Kraft draus ziehen? Ich weiß es gar nicht. Schauen wir mal. Ritual der Magie durchführen. Okay. Das war creepy. So. Grufteingang. Der ist tatsächlich offen jetzt. Sehr gut. Es scheint, als sei die Frau am Inhalt dieser Flasche gestorben. Die Ghule sind wegen ihrer Leiche hier. Okay. Tipp, in dunklen Bereichen wie Höhlen und Gewölben solltet ihr den Trank Katze zu euch nehmen oder eine Fackel anzünden, um die Sicht zu verbessern. Nee, brauchen wir nicht. Mädchenleichnam. Was? Die Leiche des jungen Mädchens muss die Ghule angelockt haben. Es scheint, als ob der Inhalt der kleinen Flasche neben ihr die Todesursache war. Glasfiole. Die habe ich jetzt an mich genommen. Tagebuch. Brauche ich jetzt nicht. Moment, ich will das Inventar haben. Ach, da ist ein Ghoul. Schön. Glasfiole. Okay. Schauen wir mal. Moment, jetzt haben wir es. So, Achtung, und jetzt nochmal und zack. So, ich schalte mal um auf den Wolfstil, weil der sieht eh relativ schwer aus.
und Ungelenk. Und beim Wolfstil, da blockiert er auch, da pariert er auch nicht so viel. Finde ich sehr toll. So, was haben wir denn da? Habe ich überhaupt eine Fackel? Es scheint nicht so zu sein. Naja gut, okay. Katze habe ich auch nicht, ne? Tafelwasser, Tafelwasser. Toussaint Rot, da sehe ich dann noch weniger. Weiße Möwe, Schneesturm. Ich habe keine Katze. Gut. Na, wenn wir keine Katze haben, da sind noch Überreste, die wir looten können. Moment. Was haben wir denn da? Weißweinessig. Okay. Okay. Gut, warum nicht? Noch ein Ort der Macht. Ah. Okay, Moment, greifen Stil. So. Das geht doch schon jetzt. Das geht doch schon. So, Moment. Die kriegen wir gleich down. Moment, Moment. Jetzt kriegen wir das gleich down. Moment. Jetzt ist gleich soweit. So, der hier braucht noch ein bisschen was. Zu früh, okay. Nice. Okay, es ist wirklich elendiglich dunkel hier drin. Ihr habt dann da Ritual der Magie. Was für einen Körperteil des Ghouls sehen wir hier gerade genau? Hier so rechts von Geralt? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es wissen will. Zeichenintensität um 100% erhöht und zwar noch für 5 Stunden. Okay, gut. Hatten wir ja vorher schon. Monstrositätenlymphe. Ja. Ich wollte schon immer mal Monstrositätenlymphe finden. So. So. Okay, und wieder den Greifenstil. Das. Hier schon wieder auf einmal, ist auch gar nicht übertrieben oder so. Ich bin nur froh, dass ich die Bühne sehen kann. Vitalität. Au, au, au. Ich bin tot. Umland von Vysimar. Ah, wir fangen wieder am Anfang der Aufnahme an. Das ist toll. Das ist toll. Schön. Schön. Ich hätte speichern sollen. Das heißt, wir können jetzt nochmal mit dem Typen reden gehen. Ach ja. Ich hörte, sie fordern Gold und entführen Kinder. Entführung? Mhm, ein Ammenmärchen. Der Geistliche hat es selbst gesagt. Ja, ja, wir fordern Gold und entführen Kinder. Ach so, nee, das ist ja die Salamandra, die sie da meint, ne? Naja, ist halt so. Kann ich nichts für, kann ich nichts dagegen tun. Also ich werde was dagegen tun, aber noch nicht jetzt. Das braucht noch ein bisschen, bis ich da was tun kann. Vom Regen in die Traufe, in die Flut. Vom Regen in die Traufe, in die Flut. Korrekt. Genau so ist es nämlich. Ich muss ausholen. Lasst euch nicht töten. Ja, ich hab's nicht vor. Ich sag mir das immer wieder. Und ich gebe immer wieder dieselbe Antwort. Naja. Ist halt so. Vergessliche alte Dame, da kann man das schon ein paar Mal... Ja, ein paar Mal dasselbe hören. Das ist halt wirklich leider so. Ich frage mich, warum man auf die Minimap klicken kann. Also nicht, warum man draufklicken kann, sondern warum sich hier der Finger ändert. Das verstehe ich nicht. Frische Gräber. Offenbar war die Pest zu Besuch. Ja, die Pest ist aber auch nicht unbedingt der beste Gast, den man sich vorstellen kann. So. Okay, das war jetzt ärgerlich. Das war jetzt wirklich ärgerlich dafür. Irgendwas flackert hier, ich weiß gar nicht was.
Also nicht hier im Spiel, sondern hier irgendwo im Zimmer. Ich... Boah, unwohl. Unwohlsein. Allgemeines Unwohlsein. So. Achso, ja, ich war gerade im Begriff zu sagen, dafür nehme ich das Schöllkraut auch jetzt momentan gerade nicht mit. Schade, hätten wir brauchen können. Ich glaube, ich nehme es auf dem Rückweg einfach mit. Ist egal. So. Ich nehme jetzt schon mal eine Schwalbe. Ist auch toll, dass der für die Schwalbe einfach mal so im Kampf auch einfach stehen bleiben muss. Halt! Na, ja, es ja, gibt ja, ich will, und ich will in die Stadt. Ja. Natürlich. Ich komme. Nein, nicht später wieder kommen. Weiß der Geist. Ja. Natürlich. Ich glaube. Ja. Hier, küss meine Hand. Ich finde es auch toll, dass man das nie sieht, wie er den Ring der herzeigt. Geist. Ja. Hier. Der Geist. Tot. Ja, bitte. Ja. Ich bin gewiss. So, gut. Die anderen Gespräche machen wir auch nochmal ganz kurz im Schnelldurchlauf. Lebt wohl. So. Hier, Der Geist. Wo kann ich in leben? Lebt wohl. So, hier? Der Geist. So, hier. Gibt es nein, da Wölf. Ja. Verstehe. Aha. Okay, lebt wohl. Lebt wohl. So, gut, dass wir ihm jetzt dreimal gesagt haben, dass er wohl leben soll. Das ist ärgerlich. F5. Sehr gut. So, Nieswurz nehmen wir auch mit. Wir nehmen einfach die Kräuterchen jetzt alle mit. So, hier alles nehmen. Da ist noch Schöllkraut, da ist auch noch Schöllkraut. Götter segnet mich. Alles nehmen. Schöllkraut. Da ist auch noch Schöllkraut. Alles nehmen. Schöllkraut. Alles nehmen. So, laufen wir einfach mal dahin. Und schauen wir mal, was wir bekommen und wie wir uns jetzt schlagen. Ich hoffe nicht, dass wir den Schmied noch besänftigen müssen, um da weiterzukommen. Das wäre nämlich, naja, schlecht, würde ich mal sagen. So, alles transferieren. Nicht nehmen, sondern transferieren ist der Terminus, den wir heute dafür verwenden. Zeit. Ja, du brauchst deine Zeit, die kannst du auch haben. So, da ist auch noch Schöllkraut, da ist auch noch Schöllkraut. Alter, wie viel Schöllkraut hier auch ist. Es ist fast zu schöll, um wahr zu sein. Hahaha. Alter. Okay, der tut mir sogar leid, Alter. Ach ja. So, Nieswurz, alles transferieren. Wir nehmen nichts, wir transferieren nur. Könnte auch so ein Wahlspruch sein, ne? Aber damit ist der Kritik auch Genüge getan. Ich habe mich rausgeklickt übrigens. Jetzt habe ich mich wieder reingeklickt. Moment. Apropos, ich habe ja auch die Szene verstellt. Ihr habt gerade Schwarzbild, ne? Moment, das haben wir gleich. Wo ist es? Hier. So, jetzt bin ich wieder rausgeklickt. Jetzt klicke ich mich wieder rein. Ja, da ist der Hexer wieder früher noch als bei mir auf dem Bildschirm. Wunderbar. Eisendolch. Aha, also den Dolch kann ich eh nicht verwenden. Wozu ich den dann rumschleppe, habe ich keine Ahnung, aber es macht nichts. Folgendes. Speichern. Leeres Fach. Speichern. Gut, ob das jetzt irgendwie einen Unterschied macht oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ich habe auf jeden Fall mal richtig gespeichert. Es scheint, als sei die Frau am Inhalt dieser Flasche gestorben. Ach was. Die Bohle sind wegen ihrer Leiche hier. Echt jetzt? Krass, okay. Folgendes. Hier, da. Da haben wir, da war der Text, da haben wir die Fiole, da kommt jetzt der Ghoul auf uns zu. Guten Tag, Herr Ghoul. Na komm Sie mal ran, Herr Ghoul. Will ich mal im Licht bestaunen. Du siehst ganz anders aus als in zwei Spielen. Übrigens oben links vibriert das Hexersymbol, also der Anhänger. So, haben wir das auch jetzt. Da kommt noch einer.
das auch. Und noch einmal. So. Okay, der hat aber jetzt auch keinen Loot liegen gelassen, glaube ich. Doch, jetzt. Der Loot braucht immer eine Zeit, bis er auftaucht.